Da krachte es aber ordentlich. Auf der A620 kam es gestern früh gegen 8.40 Uhr zum völligen Stillstand. Grund für die Vollsperrung auf der A620 in Richtung Mannheim war ein Unfall, in dem ein LKW und ein Auto involviert war. Infolgedessen fuhren noch zwei weitere Autos aufeinander auf. Glücklicherweise kam es nur zu drei Leichtverletzten.